Ein solches Bild wird sich morgen auf dem Zwickauer Hauptmarkt wieder bieten. Die automobile Zukunft zeigt sich in all ihren Facetten. Während die verschiedenen Fahrzeuge direkt vor dem Rathaus hautnah zu erleben sind, werden im Bürgersaal die Grundlagen diskutiert. Allerdings kommen bei dieser Veranstaltung die Macher von heute mit den Automobilexperten von morgen zusammen. Ohne die Ideen des Nachwuchses wird es mit der Mobilitätswende wohl schwierig. Deshalb haben sich die Wirtschaftsförderung der Stadt und das Forschungs- und Transferzentrum der Westsächsischen Hochschule zusammengesetzt und haben dieses Symposium ins Leben gerufen. Jeder interessierte Bürger, allen voran natürlich Schüler und Studenten, hat die Möglichkeit, mit den Vertretern der Automobilindustrie ins Gespräch zu kommen. 13 Uhr beginnt das Symposium Automotive and Mobility mit dem Warm-up auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Der erste Vortrag beginnt 14.10 Uhr im Bürgersaal und widmet sich dem elektrischen Zeitalter der Automobilität. Das Ende ist gegen 20 Uhr. Alle Angebote sind kostenlos, mit Sicherheit aber nicht umsonst.